Hallo und ein herzliches Willkommen zurück in Dantoria mit Malkondo und mir, der Mulenia. Hallo. So, ich brauche Steine. Hallo? Achso, ich dachte, du erledigst das alles. Das war so toll jetzt von mir und du ignorierst das einfach. Nein, ich ignoriere das nicht. Ich habe das ja honoriert, indem ich einfach so weitergemacht habe. Honoriert, klar, natürlich. Ja, natürlich, das ist honoriert gewesen. Nein! Oh! Doch. Oh, das ist eine fiese Sache. Hast du jetzt ja nicht sehen können, aber ich baue mich gerade eine Schlucht drüber, ja? Weißt du, so auf einem Block nach dem anderen. Und Moment, bevor du jetzt weiterredest. Hast du jetzt gerade gesagt, ich baue mich gerade eine Schlucht drüber? Ja. Das ist natürlich falsch, aber ich habe mich zusammen mit einem Block die Schlucht drüber gebaut. Über eine Schlucht drüber gebaut. Ah, okay, jetzt macht's auch für Malkondo Sinn. Und ich höre nur, wie ein Creeper runterfällt. Ja, also dieses komische Pitsch. Da machst du dir erstmal in die Hose, ne? Ja, das, ja. Ja, doch. Ganz bestimmt. Ja, kommt aber nur gut, wenn man dabei war. So, okay, hier ist wieder Licht. Und hier geht's doch da bestimmt auch irgendwo raus. Und vielleicht. Vielleicht doch nicht. Vielleicht geht es raus, vielleicht geht es nicht raus. Da oben? Wir werden es sehen. Demnächst. Hier ist eine Schlucht. Okay. In Dantoria. Ja, mitten in Dantoria. Ich will doch nur nach Hause. Ich bin genau unterm Dorf. Ich bin also eigentlich bin ich schon zu Hause. Ich finde nur keinen Ausgang. Wo ist denn hier der Ausgang? Du bist eigentlich schon im Dorf. Ja. Ich müsste genau unter sein. Jetzt mache ich uns wieder ein Loch mitten ins Dorf irgendwo. Mhm. Kannst ja danach gleich wieder zumachen. Jo. Ja, not the Hallo? Problem. Hallo. Hallo. Ausgang? Ich müsste mal irgendwo Schilder hier dran machen. Exit oder so. Ah, Exit. Ausgang gefunden und ich bin im Ofen. Was? Ja, meine Schafweide, da habe ich mich hochgegraben. In der im Schafstall, also im Dings. Auf der Schafsweide. Tja. Cool. Hallo. So, endlich wieder zu Hause. Die haben bestimmt auch blöd aus der Wäsche geguckt. Ja. Was kommt denn da? Eins kam gleich an, so, hä? Hallo? Was machst du da? Wer bist du? Mann, war ich lange weg. Unsere Babyschafe sind schon erwachsen mittlerweile. Haben schon Enkelkinder. Ja. So, aber ich habe Kies und kann ja gleich weitermachen. Na, spitze. Ah, und ich kann Phoebe wieder rauslassen. Ja. Und ich werde auch gleich nochmal Kürbiskuchen craften. Das mache ich jetzt backen. Als erstes. Backen. Ja. Natürlich, ich backe Kürbiskuchen. Ja. Eier brauche ich, Kürbis brauche ich, Eier. Zucker. Eier und Salz. Mehl und Schmalz. Nein, wie heißt das denn noch? Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, aber das kriege ich auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Erst vor kurzem probiert, nicht mehr hingekriegt. So, also ich habe jetzt 23 Kürbiskuchen in der Tasche. Ich muss hier auch mal dann die Kisten aussortieren. Ja. Also aufräumen dann, wenn ich hier fertig bin mit Bauen. Okay. In einem Pferdestall hat Eisen und so eigentlich nicht wirklich was zu suchen. Das stimmt. Was fehlt uns jetzt hier eigentlich noch? Hasen, ne? Ja. Das einzige Tierart noch, die uns noch fehlt, ne? Richtig, da hatten wir doch auch gerade erst einen Kommentar gekriegt, ich oder? Ich weiß, von... Moment, ich guck gerade nach. Thomas? Thomas Schatz, genau. Genau, Thomas Schatz. Und da sollen wir auf jeden Fall einen Hasen Rudi nennen. Okay.
Das können wir dann erledigen. Okay, wird gemacht. Das wäre auf jeden Fall zu sehen, dass wir einen Hasen Rudi nennen. Das musst du uns wahrscheinlich nochmal dran erinnern irgendwann. Wahrscheinlich hat er zu Hause einen Hasen namens Rudi. Ich glaube, das kommt von irgendwas... Irgendwas relativ Bekanntem oder so. Ach, zumindest kommt mir das irgendwie bekannt vor. Ich kenne zwar nur Rennschwein Rudi Rüssel oder wie das heißt. Oh Gott, das ist ja ewig alt. Ein Schweinchen namens Space. Ja, ja, richtig. Jetzt geht das los, ey. Ja. Okay. Ja, Thomas, dann erklär uns doch mal, warum Rudi. Rudi war richtig, ne? Rudi, ja. Ich hoffe, ich kann mir das merken. So, ich habe jetzt hier alles mit Keys ausgelegt, habe gar nicht so viel gebraucht. Ich glaube, ich habe nicht mal ganz 2 Stacks verbraucht. Ja, das war ja abzusehen. Ja. Aber ich muss ja hier auch noch zum Haus hin ein bisschen Keys wegmachen. Ach, Manu. So, hier muss ja auch noch Weg hin. Keys weg? Keys weg. Den würde ich dann einfach hier lang machen. Ach, nur so, Ach so. Ja. Du wolltest mir jetzt nichts Spezielles damit sagen. Nein. Gut. So. Okay. Kann man hier nämlich... Nee, viel wenig wegschmeißen. Ja, das finde ich ganz, ganz gut. Gut. Wenn du Zeit hättest... Ich komme gleich, ja. ...demnächst, dann könntest du dir mal angucken hier, was jetzt so hier draus geworden ist. Ja, du könntest dann demnächst auch mal gucken. Ja. Du kannst ja erst zu mir kommen, dann komme ich zu dir. Gut. Machen wir das wie vor 2-3 Parts. Dass genau. Wir dann wieder hier den Part einfach beenden oder so. Genau. So, und zack. Erde. Wo packen wir denn die Kaninchen hin, verdammt nochmal? Stimmt, du hast überlegen. Ja noch, wir haben noch gar kein Kaninchenhaus. Nee. Aber nur das Hühnerhaus. Oh, jetzt bist du ja wieder da, ne? Das heißt, wir können jetzt demnächst auch mal wieder schlafen eigentlich, ne? Ja, können wir. Gut. Also wenn es jetzt dann gleich dunkel ist oder dunkel wird, was ja schon der Fall ist, es wird ja schon Abend. Ach echt? Schon wieder? Ja, ja, es wird schon wieder Abend. Es hört und hört nicht auf, es reißt einfach nicht ab. Ach, das ist doch echt zum Schreien. Es ist wie im echten Leben, die Tage sind immer ratzfatz vorbei. Ja. Hier können wir einen Baum hinstellen. Das sieht doch schon mal hübsch aus. So, wollen wir dann schlafen? Jupp, wollen wir. Gut, ich spring schon mal ins Bett. Ich lieg. Bett rausholen, Bett hinstellen, Bett liegen. Schnarchen. Oh, genau. Verdammt, dass er nur einmal schnarchen können, dann ist die Nacht schon wieder vorbei. Ist auch wie im echten Leben. Ja, das geht auch immer ruckzuck. Okay. Kaninchen. Wie kommt man eigentlich hin, Papa? Kaninchen. Ja, aber ist ein bisschen klein, ne? Boah, die Schafe, die Kaninchen, ne, ist, finde ich doof. Aber wohin mit den Kanickeln? Wir haben ja auch noch die Felder wollte ich auch noch irgendwo machen. Die was? Die Felder? Die Felder. Die Felder. Die Kanickel könnte ich eigentlich
Hühnerhaus? Ich könnte ja eigentlich das Hühnerhaus erweitern. Das einfach größer machen und eine Seite Karnickel und eine Seite Hühner rein. Ey, das ist eine wirklich gute Idee. Das wäre doch was. Ja, mach mal. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass das das Kaninchenhaus ist. Ach so. Von dem her, was soll's. Okay. Also mich stört das dann daher schon mal so gar nicht. Das ist gut. Dann würde ich das einfach so machen. Ja, hast meinen Segen mal wieder. Gut. Weiß ja. Alles ist gut. Alles ist gut. Mhm. Ich überlege gerade. Kartoffeln-Dings wollten wir ja da hinten hin machen. Dann wäre das hier. Ja, würde ich gar nicht so groß machen wollen. Ich bräuchte nochmal Zaun. Was habe ich denn hier noch? Nüscht. So. Ach Mist. Habe ich mich verbarhaut. Ja? Jo. Sowas. Shit-Kram. Ja, sowas ist immer doof. Jupp. Ich würde das hier anfangen. Ich glaube, es Dings, Wasser, Paulus, Dings. Ja, bitte. Ach, eigentlich noch gar nichts. Ist noch gar nicht spruchreif hier. Okay. Ich versuche jetzt gerade den Garten hier so ein bisschen zu machen, dass man hier noch Dings runterbringen kann. Kürbis und das andere Zeugs. Das andere Zeugs? Ja. Du weißt, Melonen. Melonen, ja. So, ich komme jetzt mal zu dir rüber. Ja. Das finde ich irgendwie doof hier. Das gefällt mir nicht. So würde ich hier wahrscheinlich mit dem Zaun weitergehen. Oder hier. Und dann da hoch. Ja, und das hier freilassen. Ja, und hier noch ein Kiesmockel hin. So, jetzt müssen wir mal so Zaun machen nochmal. Nee, so war Zaun. Diese Schweine sind ganz schön laut. Ja? Ja. Werde ich ja gleich hören. Ach, das war doch jetzt verkehrt. Hallo. Ich kann den einen hier wegmachen, ne? Oh, hier liegen Stöcker rum. Ja, die brauche ich gleich noch so. Was machst du jetzt, hast du gesagt? Hier kommt jetzt Kürbis und Melone rein. Und nebendran würde ich einfach ein paar Bäume wieder hinstellen. Und hier das Ganze einfach so ein bisschen zuwildern. Sieht echt schick aus. Ist das okay so? Ja, 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 das sieht gut aus. Gefällt mir sowieso, was du hier aus dem Bauernhof gemacht hast. Das freut mich sehr. Ich bin mir mit dem Ding eigentlich noch gar nicht wirklich so sicher, muss ich sagen. So, ist jetzt wieder alles abgebaut hier? Achso, du hast hier innen drin alles abgebaut. Ja, 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 ist gut. Ich hab's kapiert. Wenn ich das Inventar nicht so voll hätte, wäre ja auch alles gut, ne? Aber ich schmeiß hier alles erstmal rum. So, okay. Hab ich das? Kurz Rucksack gucken, ob ich da was frei habe. Na, da ging doch einiges rein. So. Ja, und hier würde ich jetzt einfach auch wieder Bäume hinstellen. Hier, weißt du? Mhm. Vielleicht hier ein. Hier ein und hier ein. Ja. Leider nur noch ein Knochen mehr. Ich habe auch keine Knochen mehr dabei.
Ich auch nichts. Leider auch nichts. Außer ein Ei. Machen könnte. Nee, ein Ei bringt uns hier nicht weit. Eine Feldhacke hast du auch nicht zufällig in der Tasche stecken, ne? Nee, die habe ich nicht. Tut mir leid. Da liegt Fleisch bei dir rum. Ja, ich weiß, ich kann es nur nicht einsammeln. Ja, ich komme. So, okay. Bitte. Okay. Kann ich auch gleich was essen? Das sind ja 16 Fleisch. Ja. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich glaube, ich muss gleich mal niesen. Was sowas. So. Ja, und hier vor würde ich dann auch einfach verwildern, das Ganze. Oder soll ich hier Kies bis vorziehen? Das fände ich eigentlich schöner. Du würdest gerne überall Kies haben hier, ne? Ja, hier schon, vor dem Stall. Na gut, dann mach das mal. Weil alles andere finde ich gut, so mit den Ecken und das so ein bisschen verwildern und so. Und hier kann man ja vielleicht ein paar Blumenpötte hinstellen, weißt du? Hm. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Also ich würde das jetzt eigentlich gar nicht so überall Kies hinmachen. Ich weiß nicht, das wirkt irgendwie nicht so... Nee. Okay. Ja, wir sollten mal rüber zu dir. Wir können das ja nochmal überlegen hier. Ja. Wie wir das machen. Gut, dann komm doch mal rüber. Und dann, huch, der ist ein Ei direkt hier. Die sammle ich doch mal ein. Können wir ja nochmal überlegen. Dann mit dem Hühnerstall fände ich ganz schön, wenn man da eventuell den Kaninchenstall mit reinmacht, weißt du? Ja. Ach, und das Feld hier müssen wir unbedingt noch weiterziehen. Ja, ich weiß. Das ist noch so ein Wunschtraum von dir. Ja. Machen wir auch noch. Ja, siehst ja den Turm eigentlich schon, ne? Ja. Ist ja jetzt schon ein bisschen was dazugekommen. Ich fülle hier erstmal ein Creeperloch auf. Ja. Ich habe so viel Erde. Ein Creeperloch? Wie kommt der da ein Creeperloch hin? Weiß ich nicht. Hier war ein Creeperloch. Da lang. Wo bist du jetzt? Ja, hier oben. Hallo. Ach da. Okay. Oh, hier ist ein Kaninchen mit roten Augen. Oh. Ja, hier sind einige Kaninchen in dieser Bergregion, ja? Ja, ich weiß. Da können wir auf jeden Fall welche herholen. Da holen wir die her. Ach nee, jetzt ist schon wieder hier. Nee, das will ich nicht so. Nicht gerade jetzt, wo wir hier am Turm sind. Danke. Ich habe da mein Loch gestopft. Alles klar. Ja, so sieht der Turm aus. Noch ohne Fenster. Ah, okay. Die vergesse ich jedes Mal, wenn ich im Dorf bin. Will ich immer mitnehmen, aber vergesse ich jedes Mal. Ja, aber bis jetzt macht er schon ganz guten Eindruck. Ja. Wird ja so langsam recht hoch. Ja, so langsam kommt er. Ein bisschen was kommt noch oben drauf. Ja. Muss ja nachher auch noch die Spitze oben ruf und so. Ja. Ja, machen wir ruhig alles zu hier. Ja. Ach, mehr habe ich doch. Ein bisschen was habe ich noch. Ja, es müsste hier ein bisschen grüner werden. Das sieht so kahl aus, finde ich so. So karg. 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 So überhaupt nicht schön. Ja, das wird jetzt ja grüner, dadurch, dass du jetzt ja überall Erde hingepflanzt hast. Ja. Da jetzt wird es nicht unbedingt grüner, aber... So, aber brauner. Ja. Ja, ist ja gut jetzt, Mulenia. Du bist den Part jetzt beenden. Okay. Ist deine Erde alles noch klar. Losgeworden? Ja, bin super. Ich. Alles klar, hat ja noch alles geklappt. Ja, dann bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Macht's gut.